Hallo liebe Fans, ich bin's, der Flashtigers AD, heute mit einem weiteren Ankündigungsvideo zu einem neuen Halo-Turnier von mir. Es wird ein Halo 2 Anniversary 2 gegen 2 Turnier sein und mehr Infos in diesem Video. Anfangs werde ich ein paar Kurzinfos raushauen, damit ihr auch wisst, ob euch das interessiert oder nicht. Und dann die anderen Regeln, also ausführlich der Ablauf, ist auf meinem Blog erklärt schriftlich. Unter flashtigers.blogspot.de findet ihr alles. Ist auch in der Videobeschreibung direkt verlinkt. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen, was ich hier sage und noch mehr. Wäre wichtig, dass ihr euch das mal vielleicht kurz durchliest. Das dauert nicht lange. Doch die Kurzinfos jetzt am Anfang. Am 1. März 2015 um 14 Uhr ist ein Sonntag, beginnt das Turnier, das Halo 2 Anniversary 2 gegen 2 Turnier. Ich nenne es auch Flash Cup March, das hört sich immer cooler an und fürs Marketing, wisst ihr, ne? Ist ein Name immer besser. Die Settings findet ihr in meinem Fallchat, das werden die aktuellsten HCS-Settings sein. Also mein Gamertag ist Illuminator von Fjord, muss man wissen. Und das Turniersystem wird es sein, ein Rundenturnier mit anschließendem K.O.-System. Ist vergleichbar mit der Fußball-WM, könnt ihr aber auch auf Wikipedia oder so nachlesen, falls ihr nicht wisst, was es ist. Oder mein altes Video anschauen zum Turnier, da erkläre ich das genau. Möchte ich jetzt nicht übermachen. Ja, weil ich glaube, ihr wisst das alle. Ja. Ansonsten, ich werde 32 Teams zulassen. Das sind schon ziemlich viele. Ne? Letztes Mal hat das geklappt im Halo 4 Turnier. Doch jetzt ist es ja auf der Xbox One. Mal schauen, wie viele da mitmachen in dem Halo 2 Anniversary Turnier. 32 Teams, je zwei Spieler, könnt ihr euch anmelden. Und wie ihr euch anmelden könnt, dazu komme ich jetzt. Ihr habt drei Möglichkeiten, euch anzumelden. Ich werde aber kurz den Inhalt sagen, was in der Anmeldung stehen soll. Eigentlich sehr simpel, eure zwei Gamertags müssen drin stehen, mehr nicht. Und ihr könnt mir die Gamertags folgendermaßen senden. Ihr könnt mir die per Facebook senden, private Nachricht an die Home auf die Facebook-Seite FlashTigersHD, per E-Mail an flashtigers1400@gmail.com oder an den Gamertag Illuminator1400. Oder auch gerne in die Kommentare von diesem Video auf Halo Cluster oder FlashTigersHD, wo ihr das auch gerade seht. Ich habe hier gerade ein Beispiel angeblendet. Ich, Gamertag und Gamertag möchten gerne am Turnier teilnehmen. Irgendwie so könnt ihr schreiben, zack, seid ihr angemeldet. Ich möchte das Video nicht in die Länge ziehen, aber ich zeige euch kurz den Ablauf des Turniers. Aufgabe 0 ist die Vorbereitung, also einfach Flash Cup March, die Settings von meinem Fileshare runterladen mit den drei Maps Flash Warlord, Flash Lockdown und Flash Shrine. Da habt ihr alles. Aufgabe 1, das wird schon mal sehr schwierig, seid pünktlich. Dann aber pünktlich am Start, online, vielleicht auch ein bisschen früher, damit ihr euch mit eurem Partner einspielen könnt. Das wäre schon sehr praktisch. Aufgabe 2 ist dann um 14.45 Uhr, also 15 Minuten vom Start, werden die Spielpläne auf meinem Blog flashtigers.de, was ich hier schon so oft erwähne, veröffentlicht mit einer Tabelle. Dann könnt ihr auch einen Gegner sehen. Seite links, abgebildet im Heimteam, lädt ihr einfach die Gegner im Gastteam ein. Im Gastteam wartet, wenn ihr im Gastteam seid, dann wartet ihr einfach auf die Einladung oder schreibt ihr an und wenn sich keiner meldet, schreibt ihr mich an, damit das auch hier laufen wird. Spiel 3 ist das Spiel starten. Wie ich habe gerade erklärt, ist es Best of 3, das heißt, es werden mindestens zwei Spiele gespielt. Das Heimteam wählt die erste Map. Sagen wir mal ein Beispiel, Warlord, erste Map. Das Heimteam hat gewonnen. Das Gastteam darf aussuchen, egal ob sie gewonnen oder verloren haben. Sagen wir Flash Shrine, also auf der Map Shrine. Jetzt hat das Gastteam gewonnen. Jetzt steht 1:1 unentschieden. Das dritte Spiel wird gespielt auf Flash Lockdown, weil die Map übrig bleibt. Also die Map, die immer übrig bleibt, oder es ist unentschieden, die wird dann zum Schluss gespielt. Eigentlich ziemlich simpel. Zu den Settings noch genau, das wird Slayer sein. Also Flash Cup March Settings werden es nur Slayer sein. Also kein Objective noch dazu. Ihr habt das Spiel gespielt oder die Begegnung. Dann schickt ihr mir alle Ergebnisse detailliert per Xbox Live Nachricht. Das ist sehr wichtig, dass ihr das schnell macht und alle Ergebnisse mir schickt und eindeutig wer gewonnen hat und wer verloren hat oder welcher Punktzahl dazu gehört. Habe ich euch auch nochmal ein Beispiel hier erstellt. Ich gegen XXX 25:12, 6:25 und 25:19, also gewonnen habe. Ist ja nicht so simpel, so habe ich es auch immer bekommen. So kann ich auch die Ergebnisse verstehen. Ja, fünfter Punkt. Es geht weiter, also auch alles auf meinem Blog aufgelistet. Und ja, dann guckt ihr einfach beim nächsten Mal wieder im Internet Explorer nach. Oder Explorer ist mir eigentlich scheißegal, aber ihr könnt den auf der Xbox One herunterladen, das ist mal praktisch, dann zu wechseln. Dann aktualisiert ihr die Seite, auch mal sehr ganz wichtig, die Ergebnisseite und Info, also den Plan.
Dann könnt ihr auch euren nächsten Gegner direkt sehen und anschreiben oder was auch da, was ich gerade erklärt habe. Alle Infos auf meinem Blog flashtigers.blogspot.de, auch in der Videobeschreibung verlinkt, oder ihr befindet euch gerade da drauf, und da ist auch ein kleines FAQ. Ja, FAQ ist noch unten. Die Fragen, die ich bekomme, werde ich da beantworten, dann könnt ihr das alle sehen. Und darunter ist auch eine Kommentarfunktion, wo man anonym Fragen stellen kann. Ich schreibe es dann auch auf und werde dann die Antwort dazu schreiben. Ansonsten hoffe ich, euch wird das Turnier gefallen. Mir macht es auf jeden Fall wieder viel Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss!